Davon träumen derzeit die Architekturstudenten der Kunstuniversität Linz. Nur bekommt es leider niemand mit. Radlobby Linz, Linz plus Linzer Mobilitätswoche. Eine Art schwimmende Aussichtsplattform wäre cool. Linzer Auge reloaded. Ging schon mal ins Auge. Ich denke, es ist eine ordentliche Auffahrts- und Abfahrtsrampe. Die sich dreht? Ja, bitte. In leisen Nächten hört man das untergegangene Linzer-Auge noch träge knarsen. Wie das grüne Nudelauge, das sich nie gedreht hat, Schande, wenn ich dran denke. Unrundes Nudelauge, vom tiefen Osten an der Seite eines Schiffes herübergeschwommen, statt es in Linz mit allem Sachverstand der damaligen MCE selbst zu bauen. Billig und Schund bekommt, wer keine Wertschätzung kennt. Wer war verantwortlich? Kann mir diese Frage jemand beantworten? Aber es war lustig. So ehrlich muss man sein. Oh, das ist mir neu. Wer toll. Wie kann man Bäume auf einer Brücke zum Wachsen bringen? Wie? Hast du eine Ahnung, wie viel Platz nach unten man hat auf der Brücke? Da würde genug Erde hinpassen. Proben halt in Holzkisten wie üblich in Linz. Von unten. Genug Wasser. Wow. Klein London. Aber ganz ohne Autos wird's wohl nicht gehen. Bäume auf einer Brücke? Die Straßenbahn zuckelt einspurig und sogar die Donau wird erreichbar. Schön anzuschauen und trotzdem ganz schön blöd. Grundsätzlich könnte die Nibelungenbrücke nach Fertigstellung der Westringbrücke radikal neu gedacht werden. Als Fortsetzung des Hauptplatzes und Verbindung zur Hauptstraße in Urfa. Finde ich auch gut und wäre eine wichtige Sache. Ich bin nur insgesamt skeptisch, wenn Architektur nicht im Einklang mit den Naturgegebenheiten stattfindet. Und dann wird technisch nachgeholfen und viel Geld bewegt. Ich bin mir nicht sicher, ob Linz für derartige Innovationen offen ist. Die Vergangenheit hat uns etwas anderes gezeigt. Das ist ein Uni-Projekt. Heißt, sie dürfen oder müssen auch abseits der Planungsrealität denken dürfen. Und das unten ist Planungsrealität woanders. Eine ehemalige Stadtautobahn in Seoul. Da haben viele vorher wohl auch gedacht, dass man das gar nicht probieren soll. Ah ja, und so war es vorher in Seoul. Aber auch da gibt es noch einige Straßen zum Rückbauen. Da ist was dran. Bitte mich über diese positiven Dinge informieren. Nachdem ich alle Regierungs-, Parteien- und Covid-Infos gekappt habe, gibt es viel Platz für Innovatives. Verkehrstechnisch leben wir in Linz und Ulm aktuell im Paläozoikum. Architekten arbeiten seit Mitte 2021 an einem ähnlichen Konzept, können es aber erst Mitte März vorstellen. Ich denke, wir werden die Studentinnen zu uns ins Büro einladen, um gemeinsam über diese Ideen zu plaudern. Meldet euch! Wenn wir wollen, dass sich in Zukunft etwas ändert, dann müssen wir eben auch einmal richtig mutig denken. Natürlich wird es da und dort Gesprächsbedarf und detaillierte technische Planungen und Konzepte geben müssen. Aber wenn der Wille und der Mut für Veränderung da ist, dann gibt es auch zukunftsträchtige Lösungen. Andere Städte machen es vor, es liegt aber an uns, die Zukunft unserer Stadt positiv zu beeinflussen. Kurze Frage an dich, Lorenz Potocnik, warum hat man die Brücke nicht stehen gelassen und begrünt? Die Eisenbahnbrücke? Ja, gibt ja in New York ein ähnliches Projekt. Ist aber zuerst ein Verkehrskonzept, das hier unsichtbar bleibt. Da bin ich gespannt darauf. Sowohl Autoverkehr wie Schifffahrt brauchen vorher Lösungen. Aber dann gerne.